Guten Morgen Welt, es geht los, neue Woche. Die Woche startet heute in Darmstadt, gehen zum Bauer Lipp. Ja, was es damit auf sich hat, was das Ganze ist, werdet ihr dort sehen. Was wir dort machen, werdet ihr dort sehen. Bis dahin. Also ich schwöre es ja, ne? Also gerade eben haben die Jenny und Jesse einen neuen Podcast aufgenommen. Ne? Und jetzt habe ich einfach mal parallel aufgenommen, eigentlich über die Aufnahmesoftware oder beziehungsweise über Zoom, ne, wo man das Ganze auch capture mit Video. Habe ich aber parallel hier noch eine Aufnahme aufgenommen über den Roadcaster. Ich schwöre, die Qualität ist brutal. Und ich habe noch nicht mal richtig alles getweakt, ne? Also der Sound, oh, mein Auge, irgendwas habe ich gerade allergisch, aber wie dem auch sei, also der Sound ist richtig crispy, auch weil ich bei ihr am Shure-Mic, also hier ist das Rode-Mic, da drüben ist das Shure-Mic, habe ich noch ein bisschen am Kompressor rumgeschraubt, also richtig, macht schon einen Unterschied, alle. So, es ist soweit. Ich fahre zum Friseur mit meiner Turbo-Friese hier. Aber ohne Termin, Freestyle, mein Friseur, immer noch im Urlaub. Mal gucken, wie es wird. Ciao. Good morning, Kids. Ich war mit Harrison schon draußen. Und der erste Anschein, der erste Hauch von Herbstwetter. Es hat nur noch geregnet. Und ich gehe jetzt gleich hoch ins Büro. Genau, ins Büro. Ich wollte schon den ersten Stream anschmeißen. Mal was anderes ausprobieren. Und Jenny hat noch die alte NES, Original NES. Also Nintendo. Ne? Erste Konsole. Und da wollte ich nochmal versuchen, die anzuschließen. Weil wir haben hier so einen Gaming-Shop, Trading-Card-Shop. Also so einen Nerd-Laden hier in Grünstadt. Und der bietet auch Reparaturen an. Und eventuell, ich bin mir nicht sicher, ob die noch funktioniert. Genau, die versuche ich anzuschließen. Und dann gucken wir mal, ob sie repariert werden muss oder nicht. Und ja, let's go. So, ich schneide euch hier mal kurz wieder drauf, dass ich das hier freihändig habe. So, also hier haben wir einiges an, ganz ehrlich, ich habe gar nicht mehr gewusst, dass wir das alles hier rumliegen haben, ne? Okay. Hier haben wir auch, gucken wir mal kurz rein, das brauchen wir nicht. Hier die 25 Jahre Edition, auch ziemlich cool, leider ein bisschen gefetzt, keine Ahnung, was das noch wert ist. Ob das überhaupt was wert ist. Irgendeinen Wert wird es haben. Hier haben wir Flintstones. So. Ist der, wo ist denn der Schuber? Ah ja, da ist drin. Guck mal, wie gut erhalten. So. Super Mario Bros. Schön von der Oberfläche. Und natürlich hier, aber das brauchen wir nicht. Hier. Oh, was, oh, guck mal, was fliegt mir hier entgegen? Die DSi. Was ist denn hier noch alles dabei? Ja, cool. Man sieht es so ein bisschen vergilbt halt, ne? Aber eigentlich dürfte hier nichts dran sein. Ist sogar sehr gut. Ich glaube, das kann man ganz einfach abschrauben, ne? Abschrauben und dann in der Lösung einlegen. Und dann ist es auch wieder grau bzw. hell, ne? Aber ich glaube, ich sehe gerade, wir sind gar nicht vollständig, kann das sein. Also hier habe ich das Netzteil. So, warte mal. Hier haben wir den einen Controller, den zweiten Controller. Ey, nee, wir sind gar nicht vollständig, oder? Nee, da fehlt ein Kabel, oder? Anschlussantenne. Antenne in. Power hat's. Also irgendein Signal habe ich, aber nicht das, was ich brauche. Keine Ahnung. Irgendwas kommt da, man sieht's. Mal gucken.
Und Tatsache, nach dem Sendersuchlauf geht's, warte mal. Sound? Aber wo ist Sound? Warte mal. Ja, jetzt auf jeden Fall funktioniert's. Ich habe jetzt mal, keine Ahnung, mit dem Sound nochmal geguckt. Keine Ahnung, woran es liegt. Videosignal ist da, das ist schon mal was. Und ja, ansonsten, beste. Und just in, endlich die Lieferung da. Kunden warten schon. Alles wieder vom Feinste. Nachschub ist da. Bitteschön, Dankeschön. Alles unbezahlte Werbung. Also man weiß ja, bekanntermaßen habe ich hier so ein Kabelmanagement-Problem. Aber lass es mal kurz runterdröseln, was wir alles zur Giovanna mitnehmen. Ich mache ja keine Überraschung, dies, das. Werde ein bisschen mitfilmen. Auf jeden Fall haben wir hier einmal die Drohne. Die Drohne, die lädt gerade, weil die wird nicht oft benutzt. Deswegen auf jeden Fall hier erstmal rechargen. Hier die Akkus für die Kamera. Also für die eine Kamera, die mitfilmt. Dann habe ich hier einmal für die Ronin Action den Gimbal. Der lädt auch gerade. Hier haben wir noch eine Funkstrecke, die wir mitnehmen. Man weiß nicht, was ich mir noch so einfallen lasse. Vielleicht mache ich da so ein bisschen auf Interview-Style und lasse die Leute ein bisschen in die Kamera quetschen. Ich weiß es noch nicht. Powerbanks kann man nie genug dabei haben. Hier haben wir einmal die GoPro für unterwegs. Mit entsprechenden Akkus. Hier auch nochmal das Action Pack oder wie das heißt. Oder ja, wo man halt ein paar Sachen noch anschließen kann mit Blitzlicht. Also oder mit Standardlicht und verschiedene andere Sachen. Genau, hier unten quasi die ganzen Koffer und müssen wir noch einen Laptop mitnehmen? Nee, ne? Nee, das braucht das. Nee, iPad muss mit. Ansonsten ist das hier schon le Meng. Ne? Aber bon. So, wir sind jetzt fast ready für Takeoff zu Giovanna nach Friedrichshafen. Harrison ist noch. Wir rufen jetzt an. Ein heilloses Chaos. Auto ist viel zu klein, ich zeige es gleich nochmal. Ja, ich meine, also alles super schick. Okay, rote Farbe, weiß man nicht, ne? 12.000 gelaufen. Es hieß. Obacht, es hieß. Alter, bin ich gespitzt. So groß wie unser Auto. Von außen vielleicht, aber von innen lang noch nicht. Ja, da kommt mal Schwester. So, ein Koffer habe ich schon drin. Bei uns könntest du, keine Ahnung, 4-5 reinmachen. So. Was soll ich dazu noch sagen? Und hier hocken wir dann jetzt zu 4 drin. 4 Menschen und ein Hund, der kommt hier in die Mitte. Dann gucken wir mal, ob das alles passt. So, man will ja nicht immer meckern. So, wie können wir das neue Auto? Harrison ist jetzt hier angeschnallt. Links und rechts kommen noch die Lilly und die Heidi. Und dann heißt es, here we go. So, eine ganz fixe Roomtour, ohne viel Schnickschnack. Hier, ein bisschen für Wäsche. Ne? Ist hier oben noch was? Ne, ist alles hohl. Koffer, Badezimmer. Schön, schön. Ich mag die Fliesen hier. Aber, das haben wir nicht gewusst. Zwei getrennte Betten. Harrison, Cheo, Bett getrennt. Ja, also, das Beste draus machen. Zusammenschieben kann man es, glaube ich, auch nicht. So, das ist der Room. Der Room für die Hochzeit. Morgen, 9.30 Uhr. Das ist ja wie im Himmel gebettet hier. Oh, was kann man dort raus? Lol. Also geschwind eingecheckt, kurz Bach machen und dann gehen wir was essen auf die Kürze und Würze. Genau, weil wie spät haben wir es jetzt? Haben schon ein bisschen länger gebraucht. Pforzheim war wieder dicht, Stuttgart war dicht, die Richtung 8:45. Ja, let's go. So, Tag der Hochzeit. Outfit sitzt, mehr oder weniger. Jetzt fahren wir erstmal noch in den Dance Biomarket. Ein bisschen was an Laugengebäck abholen, ne, für Gäste, die jetzt noch davor. Also, ne, danach machen wir. Ne, davor, danach, keine Ahnung.
jeden Fall holen wir noch ein paar Brezeln ab. Und dann, genau, war es das auch schon. Da geht es um 9.30 Uhr los. 9.30 Uhr geht's los. Und dann haben wir einen schönen Tag. Hallo, hallo, hallo. So, einmal wieder den Block. So, Hochzeit ist gelaufen. Wir haben uns kurz frisch gemacht. Jenny war noch im Depot. Und jetzt gehen wir noch kurz was zum Trinken besorgen für die Lilly. Und dann gehen wir, glaube ich, was essen. Dann gehen wir was essen. Ja, oder irgendwie einen Kaffee trinken, irgendwie sowas machen wir hier noch hier in Friedrichshafen. Und ja, dann lassen wir den Abend so ausklingen. Jetzt haben wir gerade halb sieben, knapp, ja, halb sieben. Und let's go. Sollen wir das auch mal machen? Was? So ein Bitch-Brew. Ich schon mal ein Bitch-Brew. Genau. Und wieder, was haben wir jetzt gesagt? Ess doch erstmal. Guten Appetit. Gute. Oh, der Zazuki hat gut Knochen. Oder für Pommes Frites. Und du hast Pommes Frites, gell? Aus dem auf dem Heimweg, wir waren gerade eben bei der Giovanna noch frühstücken. Ganz, ganz heiße Tipps. Und zwar soll man hier an solchen Automaten anhalten. Ich drehe euch mal kurz um. Und quasi sowas. Ach, guck mal, sogar die verschiedenen Sorten. Elster, Gala. Was haben wir dann noch? Sweet Tango oder Sweet Tango. Ach, guck mal du. Sogar ein Saft. Richtig cool. Guck mal, hier auch mit Zwetschgen gemischt. Ja gut, das kennen wir auch aus unserer Region. Bei uns gibt es das ja halt eben auch mit Wein. Und hier haben sie noch Honig. Apfelsaft. Was ist denn das hier? Reibekäse. Schinken. Birne. Richtig gut, richtig gut. So, das war jetzt Zwetschgen, 600 Gramm, 3 Euro. Ah, sieh an. Oh, guck mal, was für dicke Dinger, ne? Wow. Schön. Die sehen gut aus. Und hier haben wir eine gemischte Platte, ne? Mehr schöner Platte. Schön. Support your local Bauer.